Willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon Awakened Shadow. Komischerweise teleportiert sich der Mechat auch immer, wenn wir uns teleportieren. Oder wie kommt er hier hin? So, das war im Elementwürfel jetzt mit diesem Schlüssel und irgendwas, was uns die Stimme gibt, was es bewacht oder was auch immer. Wohin teleportierst du uns denn? Ich hoffe, zu dem Ort, wo wir hin müssen. Ja, das ist sehr schön. So, Tür mach auf. Öffne dich. Verdammt nochmal. Dumme Tür. Wie habe ich ihn gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Hast du den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel gefunden? Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn hier gesprochen habe. Nicht mal null. Ich habe keine Ahnung. Null. Wie oft sage ich nochmal? Keine Ahnung. Null? Keine Ahnung. Null. Du hast den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel verwendet. Ich bin gespannt, was sich dahinter befindet. Ich habe so die geringste Ahnung davon. Ich hoffe, wir bekommen was. Mehr kann ich nicht sagen. Ich hoffe, wir bekommen was. Aha, hier so ein nutzloses Ding, was da in der Ecke rumsteht und ein Teleporter, was da hinten nochmal in die Ecke rumsteht. Interessant. Interessant. Und ein Speicherpunkt, der uns mal begrüßt und sagt, hier kannst du speichern, Teamkameraden nochmal austauschen, bevor alle sterben. Und ja. Och nö. Das hat mich jetzt zu sehr in Elementruin-Tiefe. Nein, an die Elementruin. Aber nein, wir sind jetzt in die Elementruin-Tiefe. Ah, hier warten Gegner mit Dunkelheit und Licht. Und ich freue mich darauf, in Schlaf oder gesiegelt versetzt zu werden. Aber sowas von. Warum leckt das hier? Aber jetzt ehrlich, warum leckt das? Oh, der lebt ja noch. Hallo! Tschüss. Oh, der hat... Darf ich fragen, warum ich Schaden bekomme? Darf ich schreiben... Hä? Nee, jetzt ehrlich. Darf ich fragen, warum ich Schaden bekomme? Ach so, wahrscheinlich, weil... Ja! Weil ich auf schwarzen... Mein Gott! Das ist... Nein, ich bekomme darauf keinen Schaden. Interessant. Ich finde das echt mies. So. Pfeile? Naja, nicht so wirklich. Es ist wahrscheinlich Licht, womit man kämpfen muss. Aber naja. Warum leckt das? Spiel, hör auf zu laggen. So. Nein, da war's. Durch das Lenken kann man nicht mal richtig laufen hier. Was ist denn das hier? Und leider habe ich keine Zeit, jetzt mal kurz zu pausieren. Oh, noch mehr Gegner. Definitiv bringt Erde mehr. Als jetzt irgendwas, warum bekommt der Schnabel wenigstens hier auf einmal HP oder war das nur ich? Ich glaube, das war nicht. Keine Ahnung. So, was gibt's hier? Eine Kiste, die wir wahrscheinlich... Ich wollte gerade sagen, die wir wahrscheinlich nicht mit dem ersten Mal öffnen können, aber dann war sie auch schon offen. Ach, Moment, war ich da überhaupt? Nicht, dass da jetzt noch eine Kiste oder so liegt. Da liegt noch eine Kiste. Verdammt. Hallo, vielen Dank. Ich muss zur Kiste. Kisten sind Kisten, da muss man immer hin, Leute. Die darf man nicht außen vor lassen, da muss man immer hin. Ich sag euch, es ist unnützes Zeug drin, aber man muss dann eine bissige Banane halten, die ich wahrscheinlich sowieso nicht verwenden werde. Ich weiß noch nicht mal, was sie bringt. Nicht mehr, was sie bringt. Oh Gott, ich hasse es, morgen eine PGW-Arbeit zu schreiben. Moment, Klausur, nicht Arbeit. PGW ist so scheiße. Wer interessiert sich schon für Bullet? Hey. Also ich nicht. Hey! Teleportier dich nicht einfach wieder zurück, ey! Oder willst du mir sagen, Politik ist nicht scheiße hier? Politik ist scheiße, und wenn du mich jetzt nochmal zurück teleportierst, dann sollte ich anfangen damit, mich für Politik interessieren zu sollen. Gut, anscheinend nicht. Das finde ich schön.
Ich soll mich also nicht für Politik interessieren. Jetzt aber Pfeile. Noch weniger Pfeile. Ich sagte noch weniger Pfeile und du setzt auch ein. Du hast doch gesehen, dass es eben keine Wirkung hatte. Hahnenfuß. Was zur Hölle? Ich brauche GP-Aura absolvieren. Ich bin gleich tot. Hallo, darf ich mal nach vorne? Alter, ich darf mich nicht allzu lange hier aufbewahren. Aufbewahren, genau. Aufhalten. Hallo? Vielen Dank, wenn ich jetzt dadurch gestorben wäre, ey. Das wäre was. Okay, wieso sind die Flächen noch schwarz? Au, wo bin ich jetzt? Habe ich mich gerade eben mal kurz durch das halbe Gebiet hier? Hallo? Emulator! Teleportiere mich nicht einfach mal so eben. Ich sterb gleich. Nur deswegen. Ich bin gleich tot. Ich bin 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 tot. Das nur weil dieses verfickte Spiel mich mal kurz eben noch ganz unten portiert hat. Was soll der Kack hier? Meine Güte. Ich hasse sowas. Aber sowas von. Ich dachte gerade, hä, wo bin ich auf einmal? Und dann war es schon zu spät. Na toll. Ich meine, ihr habt es selbst gesehen. Das war sau unfair. Ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. Also teleportiert mich das Spiel einfach mal so zu Gegnern und schwarzen Panels, was ich überhaupt nicht in Ordnung finde, und dann ist man tot. Das ist wirklich. Wie kann sowas nur angehen? Wieso bekommt irgendwer HP dazu? So, wir nehmen jetzt einfach nicht den Roboter, aber wir haben es getan. Also gehen wir mal kurz hier und verlieren ein paar HP. Dann schalten wir das Licht schön ein, damit wir keine HP mehr verlieren. Dann würde ich sagen, warum habe ich. Hat Fushira gerade so wenig HP? So, die Schatzkisten haben wir nicht aufgesammelt, also tun wir es nochmal. Eine dumme, bissige Banane, die sowieso nicht bissig ist, weil wir da nie reinbeißen werden. Und mit den Gegnern hier muss man echt vorsichtig umgehen. Ansonsten ist man tot. Hey, cool, Lähmung. Kommst du oder kommst du nicht? Ich meine, du verlierst HP, oder? Ja, du verlierst HP. Und da bist du auch schon tot. Falscher Gegner. Der Gegner ist dahinten! Bumm. Hey, geil, schon wieder Lähmung. Ah, da ist noch einer. Den habe ich beinahe übersehen. Warum treffe ich nicht beide? Das wäre echt schön. Dann wäre eine nämlich schon tot. So, davor ist dann der andere tot gewesen. Und woran bekomme ich hier nur ein bisschen Banane und sterb hier fast wieder? Ach du meine Güte, dieses Gebiet, ich wusste, dass ich es nicht so mag. Allein schon, dass man auf den. Was zur Hölle, da sind auch noch Gegner. Auf den schwarzen Panel so auf einmal Gegner verliert, genau. HP verliert. Und ich erstmal am Anfang nicht checke, was los ist, ey. Das ist mal toll gewesen. Ja, komm. Nein, nein und ja. Cool. Ich hatte mal recht. Gut, gut, gut. Teleportier uns nicht bitte schon wieder zurück. Ansonsten. Politik ist immer auch scheiße. Schön, schön, schön Spiel, dass du mir zustimmst. Sehr schön. So, nicht so schönes schwarze Panel. Und schwarze Vögel. Da hinten ist noch einer. Das ist überhaupt nicht schön. Ich bekomme die ganze Zeit immer noch HP dazu. Wie lange geht der Buff? Anscheinend zu lang. Übertriebener Skill. Sehr, sehr übertriebener Skill. Kann man ihn von hier aus erreichen? Wäre schön. Kann man ihn von hier aus erreichen? Wäre noch schöner. Ja, Mann. Komm her, Vogel. Oder weißt du nicht, was dich getroffen hat? Saugschnabel. Kein Wunder, warum er HP dazu bekommt. Okay. Das zieht HP. Ja, wir mal. Ich find's scheiße, dass man in dieser Sequenz immer noch HP verliert, ey. Wo man sich überhaupt nicht am geringsten bewegen kann, ey. Das finde ich echt nichts.
Mieser geht's nicht. Ach, musst du die HP. Ich bin gleich tot. Ich hätte einen Heiler mitnehmen sollen. Das fällt mir gerade mal so auf. Ich hätte einen Heiler mitnehmen sollen. Aber sowas von. Hätte ich einen Heiler mitnehmen sollen? Verdammt. Bin ich der einzige Heiler jetzt, ey. Fällt mir ein, ich könnte auch einfach meine Schatten wechseln, aber nö, ich hätte einen Heiler mitnehmen sollen. Was für ein Stein? Egal, nicht so wichtig. Ja, okay. Kommt her. Wäre nett. Ich glaube, ich sollte angreifen und nicht diesen GP absorbieren Skill machen, damit sie endlich herkommen. Das war ein kritischer Treffer. Der Schlag ging daneben. Jetzt ist einer tot. Wir haben Autoschutz und der zweite ist tot. Großer Ring und mittendurch. Kiste, mittendurch. Und dann hasse ich sowas. Jetzt hasse ich sowas besonders, ey. Och nö, ich steppe jetzt, weil ich die Kiste nicht aufbekomme. Riesendunkelstein. Das wär's, wenn ich dann gestorben wäre, nur weil ich die dumme Kiste nicht aufbekomme. Das ist nicht mal Epic Fail, wenn's passieren würde. Einer tot. Schlafertappe? Der schläft? Der schläft aber nicht. Ultra. Ich dachte gerade, uralte Banane schmeckt die noch? Nein. Natürlich nicht. Man ist nur alte, dumme, dreckige, vergammelte, dunkle, scheiß, dreck Banane und so. Wenn überhaupt. Gut, ich frage mich, wie tief das hier noch reingeht. Ich brauche einen Speicherpunkt und das schnell. Ich habe noch nicht mehr so viel Zeit. Und das alles nochmal zu machen wäre scheiße. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Gegner ignorieren. Ich weiß, dass ich dann in dem Bosskampf danach total verrecken werde, weil ich zu schwach bin, aber ich ignoriere die Gegner. Weiße Panels sind gut. Schwarze Panels sind auch gut. Der Schaden, den man bekommt, ist nicht gut. So, hallo, dreh dich mal, wenn ich auf den... Du kannst keine Kiste von der Seite... Warum haust du nochmal drauf, wenn ich einmal auf A klicke? Mein Spiel. Basilius. Nicht Basilikum? Oh Mann. Okay, dann nehmen Basilius. Diese Gegner werden immer schön nicht ignorieren. Stirb! Oh, er ist gestorben. Dass mein Gegner auf mich hört, ey. Das ist neu. Warum haust du ab? Ach, dieser tolle Stachel. Ich dachte schon die ganze Zeit. Schlafattacke? Hä? Was? Ich dachte Stachel. So, gibt's irgendwo. Da ist ein Gegner, da wollen wir nicht unbedingt hin. Gibt's irgendwo eine Kiste? Ich sehe keine, also viele. Ja, nur weil ich keine sehe, gibt's hier keine Kiste. Das ist interessant. Lähmung ist immer gut. Warum das so häufig ist auf einmal bei dieser Attacke? Ich hab keine Ahnung. So, hier sind schwarze Pendants, nicht schön. Da hinten ist eine Kiste. Gibt's hier irgendwo so ein Apparat, womit wir dumme schwarze Panels ausschalten können? Scheiße, da hinten ist noch ein Vogel. Der hat uns bis jetzt nicht gesehen. Dann greifen wir jetzt an. Okay. Von mir aus kann mir egal sein. Hauptsache, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste! 20 HP, 0 magischer Angriff. Wow. Viel. Mehr will man nicht. Okay, deine MP sind zu viel. Chakra! Erlaubt dir deinen Schatten schnell zu nutzen. Cool. Die hätte ich gern. Könnte ich mir theoretisch auch machen, aber nö. Ich will jetzt an die Kiste. Ich will an die Kiste. Gibt es Kiste? Hat man links. Da habe ich eben keinen Schaden bekommen, als sie auf einer schwarzen Panel war. Das nenne ich. Wow! Okay. Hier geht's weiter? Was war denn da? Was war denn da? An die. Okay. Andere Seite, was war da? Oder sagt mir, dass da nichts war? Da war nichts. Bestimmt eine Kiste, also gehen wir dahin. Wenn nicht, dann. Kiste. Ich wusste es. Wie schön, dass man nicht durch Kisten laufen kann, aber beim Spiel würde mich das nicht wundern. Dann würde ich mal extra Schaden bekommen. Naja, so viel Schaden bekommt man nicht, wenn man hier lang durchgeht. Aber immerhin bekommt man noch Schaden und das ist nicht sehr schön. So, erstmal zu den Gegnern hier.
weil die Gegner nicht toll sind. Sondern mich einmal gleich kurz wieder vernichten, wenn ich sie nicht vernichte. Da sind bist du schon mal tot. Den Rest interessiert mich nicht. Weil der auch tot ist. Jetzt hat einer für mich da irgendwie was reingemacht. Oder wie? Ich hoffe, im nächsten Gebiet ist ein Speicherpunkt. Und wenn gleich sofort ein Bosskampf kommt, ohne dass ich speichern kann, dann verfluche ich das Spiel. Monkrister, damit kann ich meine HP wieder um was weiß ich wie viel erhöhen. Und wie ich sterbe und ich sehe gerade, ich habe eine Skype-Nachricht. Mega Speicherpunkt? Willst du mich verarschen? Kein Speicherpunkt. Willst. Oh. Danke, Kaiser, dass du ihn mir jetzt erst zeigst. Wieso kann man sich hier teleportieren und da hinten durch? Ich sollte speichern, vielleicht kommt ja noch was, ne? Man weiß ja nie. Speichern. Vielleicht sollte ich auch meine Teammember mehr wechseln, aber nö, wir sind zwar Level, fast alle Level 22 bis auf Yasato. Ich glaube, ich sollte Yasato seinen Schatten geben. Yasato. Sein Schatten. Gut. Fushira gebe ich diesmal den Minotaurus zum Heilen, weil die nicht in Level 21 sind. Warum ist hier ein Teleporter und warum ist hier ein Durchgang? Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich werde den Part hier beenden und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Und ich werde mal gucken, wohin der Teleporter führt. Und dann auch ausmachen, weil ich keinen Bock habe, da weiterzugehen, falls wir weitergehen. Und ja, tschüss. Ich werde euch das jetzt nicht zeigen. Nö, nö, nö.